Was hätte ich denn bitte machen sollen? Hätte ich sagen sollen, dass die Frau ein paar Kilometer weiter tot neben ihrem Auto liegt? Das habe ich dann kurz drauf selber feststellen müssen. Ich bin dann die Landstraße weitergefahren und habe Annettes Auto stehen sehen. Da bin ich ausgestiegen, im Auto war keiner und Annette lag im Wald mit zerrissener Bluse. Frau Wirth, ich kann mir vorstellen, dass es ein schrecklicher Anblick gerade für Sie als Freundin gewesen sein muss. Das Bild werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Sehr leiden, das kann ich mir vorstellen, ja. Umso mehr müssten Sie natürlich auch daran interessiert sein, dass der wahre Mörder Ihrer Freundin gefasst wird. Na, klar. Sie wollte sich scheiden lassen, das wissen Sie als Freundin sicherlich. Warum? Eigentlich habe ich nie wirklich verstanden, warum sie Frank überhaupt geheiratet hat. Er schaut zwar gut aus, ist ein Frauenheld, aber zu Annette hat er nie gepasst. Annette und ich, wir waren immer ein Liebespaar. Wir haben zusammengepasst und zwar gut. Bei allem Respekt, Frank, aber ihr habt euch nicht geliebt. Liebe ist was anderes. Annette hat dich vielleicht bewundert, warum auch immer. Aber sie war dir weit überlegen. Das ist doch vollkommen lächerlich, bitte dich. Annette hatte Abitur, sie hat studiert, sie hat sich für Theater und Kunst interessiert. Das sind doch alles Sachen, aus denen du dir absolut nichts machst. Für dich zählen doch nur deine schmierigen Geschäfte mit Unterwäsche und vielleicht noch sich abends volllaufen zu lassen. Moment, jetzt wollen wir mal bitte einen kleinen Punkt machen, ja? Okay, ich bin Vertreter für Unterwäsche. Na und? Da ist doch per se mal nichts Schmieriges oder Verwerfliches dran. Und im Übrigen glaube ich, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liegen sollte, muss ich mir deine Frechheiten hier nicht länger anhören. Irgendwann hat Annette endlich auch gecheckt, was für ein Loser das ist. Sie ist ihm nicht mehr nachgelaufen, sie hat ihn nicht mehr bewundert und das hat Frank natürlich nicht gefallen. Dann kam es ständig zu Streitereien deswegen. Irgendwann hat sie auch gemerkt, dass er ihr sauer verdientes Geld zum Fenster rausschmeißt. Und irgendwann ist er dann auch die Nächte weggeblieben, ohne Erklärung. Naja, da hat sie dann irgendwann auch gelangt. Hatte sie denn dafür eine Erklärung? Naja, Beweise hatte sie nicht. Aber die Erklärung ist doch naheliegend, wenn der Mann mittendrin die Nächte wegbleibt. Also sprich, eine Affäre, oder? Ich war Annette immer treu, immer. Frau Wirth, was anderes, die Lebensversicherung. Hat Ihre Freundin mal was von der Lebensversicherung erzählt, die ihr Mann auf Sie abgeschlossen hat? Ja, schon. Sie hat gesagt, dass Frank sie direkt dazu gedrängt hat. Er sagte, sowas müsse sie unbedingt haben. Annette und ich, wir haben gegenseitig Lebensversicherungen abgeschlossen. Ich gehe mal davon aus, dass es relativ naheliegend ist bei Leuten, die verheiratet sind. Keine Sind Sie Ahnung. Andere Auffassung? Na gut. Vielleicht. Noch Fragen an die Keine, danke. Danke, Sie bleiben unvereidigt. Nehmen Sie bitte hinten Platz. Paul Ladstätter, bitte. Na endlich. Darf ich jetzt alles erzählen? Gleich ja. Dürfen Sie das. Jetzt kommen Sie mal nach vorn, setzen sich da hin, atmen einmal durch und dann machen wir eins nach dem anderen. Sprich, alles schön der Reihe nach. Ja? Ja. Also, als Zeuge müssen Sie die Wahrheit sagen, wenn nicht, dann machen Sie sich strafbar. Ja, selbstverständlich. Ja. Sie heißen Paul Ladstätter, 37 Jahre alt, Sie wohnen in Sternstede, Sie sind ledig, ohne Berufsausbildung, sind auch arbeitslos, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Bevor wir mal zu dem Zettel kommen, der Sie offensichtlich die ganze Zeit so bewegt, hätte ich erst mal ein paar Fragen. Ja? Aber der bleibt hier liegen, nicht, dass wir das vergessen. Das Nein, ist wir werden es nicht sehr, vergessen, keine Angst, wichtig. Keine Angst. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, er soll am 17. September, so zwischen 21 und 22 Uhr, Annette Preis an der Landstraße zwischen Sternstede und Dösum erdrosselt haben. Ja, ich weiß, aber Roman kann das gar nicht gemacht haben. Ich war nämlich bei ihm. Und zwar ab 18 Uhr war ich mit ihm zusammen in seiner Werkstatt. Und waren Sie da die ganze Zeit zusammen in der Werkstatt oder hat er die Werkstatt auch mal verlassen? Nein, er war die ganze Zeit mit mir in der Werkstatt. Außer einmal, ganz kurz war er draußen, da ist er pinkeln gegangen. Sehen Sie, ich sag doch, ich habe mit der Janine gar nicht gestritten an dem Tag. Du hast ja mit ihr auch überhaupt nicht streiten können, weil sie war ja nicht da. Hallo, dass ihr zweimal wieder zusammenhaltet, ist ja wohl klar. Aber ich hatte richtig krassen Streit mit Roman. Streit, das musst du geträumt haben. Ihr habt euch da gar nicht gesehen. Ich war ab 18 Uhr in der Werkstatt und du warst den ganzen Abend nicht da. Naja, und dann hast du angerufen und hast gesagt, dass deine Frau eine Panne hat und dann ist Roman da hingefahren. Der ist da hingefahren dann? Ja, na sicher, ist ja sein Beruf. Der ist in sein Auto eingestiegen und ist da hingefahren. In den Abschleppwagen, ja. In den Abschleppwagen, natürlich. Und dann ist er aber innerhalb von Spätestens nach 10 Minuten war er wieder da. 10 Minuten, da sind Sie sich sicher, ja? Ja, sicher. Vorsitzender, wenn ich mal kurz dürfte. Ja, bitte. Auf der Landkarte das mal zu zeigen. Wir sind das mehrmals abgefahren. Also, wenn ich mir vorstelle, dass mein Mandant 10 Minuten, sagen Sie, hat, um 5 Minuten hin und 5 Minuten wieder zurückzufahren, dann hat er wohl sicherlich nicht die Zeit am Tatort auch noch, das Opfer zu töten oder geschweige denn sie vorher noch sexuell zu belästigen. Nee.
Nee, der kam zurück und war völlig fertig mit der Welt. War kreidebleich. Was hat er gemacht? Er hat geschwitzt und hat zu mir gesagt, Paul, ich habe gerade eine Leiche gesehen. Und ich habe erst gedacht, er will mich verarschen. Aber dann hat er gesagt, nee, wirklich, die Frau, die da eine Panne haben soll, die liegt da neben der Landstraße im Wald und ist tot. Wie haben Sie darauf reagiert, auf diese Nachricht? Naja, ich... Ehrlich gesagt habe ich erst mal zwei Bier aufgemacht, eins für Roman und eins für mich. Und auf die Idee, die Polizei zu rufen, sind Sie nicht gekommen? Ja schon, aber das konnten wir ja nicht machen. Warum denn nicht? Wir waren ja in einer Zwickmühle. Also man hätte ja dem Roman diesen Mord in die Schuhe geschoben. Wie damals auch mit diesem anderen Mädchen da vor 5 Jahren. Das war auch nicht er, aber man hat versucht, es ihm in die Schuhe zu schieben. Und das wäre jetzt wieder passiert. Also haben wir erst mal ein Bier aufgemacht, haben das getrunken und haben dabei überlegt, was wir jetzt machen sollen. Also wenn das so gewesen sein soll, dann kann ich Sie absolut nicht verstehen. Ja, ich weiß. Muss ich Ihnen klar sagen. Es ist schwer zu verstehen, aber wie gesagt, wir waren eben in dieser Zwickmühle. Zwickmühle, jetzt sage ich es Ihnen ganz anders, Herr Ladstätter. Ich verstehe es nun nicht, ja? Sondern ich glaube es Ihnen nicht und ich behaupte, dass Sie hier lügen. Und damit sollten Sie jetzt aufhören. Ich lüge nicht. Sie lügen, um Ihren Freund zu schützen. Ach Quatsch, ich lüge nicht. Und ich bin mir sicher, dass da irgendjemand dem Roman eine Art Falle stellt und ihn irgendwie reinreiten will, damit er die Sache dann ausbaden muss. Wie meinen Sie das bitte, Herr Ladstätter? Etwas genauer? Ja, dass hier irgendwas nicht stimmt. Das ist ja ziemlich offensichtlich. Ich denke, es stimmt auch vielleicht mit Janine irgendwas nicht. Mit mir? Ja. Da redest du immer von diesem angeblichen Streit, den es gar nicht gegeben hat. Und draußen hat sie sich mit Frau Wiesinger ansprechen lassen. Wo hat sich Frau Gahn mit Frau Wiesinger ansprechen lassen? Da, gleich draußen vorm Gericht. Da ist so ein Kiosk. Und da stand ich vorhin und habe gewartet. Und dann kommt eine Frau vorbei und geht zu ihr hin und sagt... Ach, Frau Wiesinger, wollen Sie nicht mal wieder mit Ihrem Mann in unsere Pension kommen? Wir haben gerade Sonderpreise. Stimmt doch gar nicht. Was erzählst du denn jetzt hier für Mist? Das ist überhaupt kein Mist. Und deswegen habe ich hier auch diesen Zettel aus dem Papierkorb gerettet. Da steht das drauf mit dieser Pension, wo sie nämlich als Frau Wiesinger mal wieder hinkommen sollte. Bringen Sie mal den Zettel doch mal, bitteschön. Und die Janine, die war überhaupt nicht begeistert, dass ich das mitkriege, dass sie mit Frau Wiesinger angesprochen wird und dass sie angeblich verheiratet sein soll. Also das ist ein Werbeflyer von einer Pension in Landau. Ja. Ich hab nicht so viel Platz, bitteschön. Lassen Sie mal den gerade mal da. Frau Gahn, das wundert mich gar nicht, ne? Dass Sie nicht wollen, dass er das hört, dass Sie mit Frau Wiesinger angesprochen werden. Der ist doch nicht mehr ganz dicht. Dieser Vorfall bestätigt nämlich meine Theorie, dass es eine Affäre gibt. Warum sollen Sie sonst in einer Pension absteigen lassen, sich mit Wiesinger ansprechen lassen, wenn Sie nicht eine Affäre geheim halten wollen, nicht? Das ist kompletter Blödsinn. Mhm. Ich frage mich vor allen Dingen, wer dieser Ehemann ist. Der Herr Wiesinger wäre es dann ja wahrscheinlich, mit dem Sie da abgestiegen sind. Herr Preis, das können Sie ja nur um Sie gehandelt haben, oder? Denn ich bin nach wie vor der Meinung, dass Sie beide eine Affäre haben. Natürlich habe ich keine Affäre mit dieser Janine. Und ebenso wenig bin ich irgendwann einmal mit ihr in einer Pension in Lindau oder Landau oder wie auch immer dieses Kaff heißen mag, abgestiegen. Ja, wollen genau. Sie das vielleicht zur Kenntnis nehmen? Der spinnt hier rum. Moment, ganz langsam, Frau Gahn. Ich belehre Sie noch mal, dass Sie hier die Wahrheit sagen müssen, sich selber nicht belasten müssen. Sind Sie in dieser Pension Stilger in Landau unter falschem Namen abgestiegen? Natürlich nicht. Ich habe mich auch noch nie Frau Wiesinger genannt. Und einen Ehemann habe ich ja auch nicht. Der erzählt hier kompletten Schwachsinn. Wenn Sie mich fragen, ist er schon wieder hackenvoll. Ach was? Weiß ich, was der in seinem Rausch so zusammenfantasiert. Ich bin doch nicht besoffen, wenn ich zu Gericht muss. Da trinke ich doch nichts. Ach, als ich vorhin am Kiosk vorbeigelaufen bin, da hattest du ein Bier und einen Schnaps vor dir stehen. Ja, ein kleines Bier, 0,3 und so einen kleinen Schnaps dazu. Aber davon bin ich doch noch nicht besoffen. Da bin ich doch noch nüchtern, das ist noch nicht viel. Also dann sind Sie sicherlich auch einverstanden und haben nichts dagegen, wenn wir jetzt einfach, um diesen Vorwurf, Sie seien nicht vernehmungsfähig, auszuräumen, einen Alkoholtest machen, oder? Einmal pusten, haben Sie kein Problem mit, oder? Na sicher, wenn es nötig ist, wenn ich dann mit Roman helfen kann. Ich erzähle dir echt keinen Scheiß. Ja, hilfreich wäre es natürlich, wenn wir es machen. Dazu muss ich allerdings die Hauptverhandlung unterbrechen. Hat noch jemand Fragen an den Zeugen? Gut. Ich möchte ganz gerne anregen, dass wir der Sache mit dem Flyer mit der Pension auf den Grund gehen und da entsprechende Beweise. Das war ja mein Hintergedanke, sonst hätte ich jetzt auch nicht extra unterbrochen. Ja? Deswegen unterbrechen wir auch ein bisschen länger, als so ein Alkotest brauchen würde. Und ich werde dann versuchen, mit der Dame während der Unterbrechung zu sprechen. Ja? Also,
Sie sind noch nicht entlassen, aber es geht folgender Beschluss. Die Abfahrt wird unterbrochen. Ich kümmere mich um diese Dame hier. Und Herr Seelhoff, Sie kümmern sich bitte darum, dass er beim Landgerichtsarzt mal kurz pustet. Ja? Also, Fortsetzung in 2 Stunden. Hier steht eine Handynummer von der Dame, da werden wir schon hinkriegen. Das letzte unterbrochene Hauptverhandlung gegen Roman Balmerz wegen Mordes hier mit Vorort. Also der Alkoholtest beim Zeugen Ladstätter hat einen Promillewert von 0,28 Promille ergeben. Also er ist weit davon entfernt zu halluzinieren oder hier nicht vernehmungsfähig zu sein. Was habe ich gesagt? Ein Bier, ein Schnaps. Gut, dann haben besoffen. Wir das eigentlich geklärt. Ja, aber Fragen haben wir keine mehr an ihn, oder? Im Moment nicht, danke. Nee, danke. Gut, dann bleiben Sie unfreiwillig, danke. Außerdem habe ich die Pensionswirtin hergebeten, die da vor dem Gerichtsgebäude immer noch diese Flyer verteilt hat. Und die Dame, die hat ganz offensichtlich tatsächlich interessante Dinge zu erzählen. Und deswegen möchte ich Sie gerne hier als Zeugin vernehmen. Die Zeugin Irene Stilger, bitte. Frau Stilger, nehmen Sie mal bitte hier Platz. Dankeschön. Ich habe es Ihnen so kurz schon erklärt. Sie sollen als Zeugin hier aussagen und wenn Sie was Falsches sagen würden, würden Sie sich strafbar machen. Ja, Sie haben ja schon gesagt, also, dass es um Mord geht. Genau. Zunächst mal die Personalien, die ich aufgenommen habe, müssen wir hier noch mal zu Protokoll nehmen. Sie sagen, wenn daran was nicht stimmen sollte, Irene Stilger, 43 Jahre alt, Sie wohnen in Landau in der Pfalz, verheiratet, sind Inhaberin einer Pension und nicht verwandt oder verschwägert mit dem Herrn Balmerz hier. Das ist richtig. Und Sie wissen eben schon, worum es geht, genau. Ja, Sie haben mir erklärt, wie gesagt, dass es um Mord geht. Und dass ich mit meiner Aussage möglicherweise helfen kann. Das Ganze soll irgendwas mit den Flyer zu tun haben, die ich bis vor kurzem noch verteilt habe. Das könnte sein. Sie haben diese Flyer ja auch heute hier in der Nähe des Gerichtsgebäudes verteilt. Ja, das ist richtig. Und zwar draußen an einem Kiosk und gegenüber bei der Reinigung und bei der Bank, wenn das wichtig ist. Und haben Sie auch mit jemandem gesprochen? Ja, natürlich. Ich habe also die Dame, die den Kiosk hat, die habe ich gefragt, ob das in Ordnung wäre, wenn ich da die Flyer verteile. Und dann habe ich noch einen Gast von mir getroffen, die Frau Wiesinger. Und ist diese Frau Wiesinger heute hier jetzt auch im Gerichtssaal? Schauen Sie ruhig mal rum. Ah, Frau Wiesinger, ja, da ist sie. Meinen Sie mich? Ich heiße nicht Wiesinger. Natürlich ist das die Frau Wiesinger. Ich kenne sie doch. Da ist doch auch ihr Mann, Herr ja. Wiesinger. Aha. Herr Wiesinger, achso. Also, mein Name ist Preis, Frank Preis. Ja, genau, und meiner ist Janine Gant. Nein, aber natürlich nicht. Sie sind das Ehepaar Wiesinger, ganz sicher. So, jetzt mal mit meiner Frau und Zeugin. Können Sie in irgendeiner Form belegen, dass diese beiden Personen ein Paar sind? Das Einzige, was mir einfällt, das wäre, vielleicht kann ich Ihnen wirklich... Haben Sie hier Internet? Ja, klar. Könnten Sie noch mal bitte auf meine Homepage gehen? Machen kann ich das, aber was bringt uns das? Ja, also wir hatten eine Jubiläumsfeier in meiner Pension und da wurde sehr viel fotografiert. Und da müssen die beiden auch dabei gewesen sein und also auch auf den Fotos. Ja. Vielleicht sind sie ja wirklich irgendwo. Schauen wir mal. Die Internetadresse, die auf dem Flyer drauf ist? Ja, ja, www.pensionstilger in einem Wort, .org, also org. Ja, dann schauen wir doch mal. Oder kommen Sie auch am besten nach vorn. Sie kennen, denke ich mal, Ihre Homepage am besten. Würde ich auch mal gerne sagen. Bilder sagen, also unter Bildergalerie. Ja, da, ne? Genau, das ist meine Homepage. Das, ja, genau, wenn Sie da draufklicken, das sind ja die Fotos. Und da meinen Sie, da müsste es drauf sein? Warten Sie mal, genau, da sind Sie drauf, sehen Sie? Ich sag die Wahrheit. Mhm. Herr Wiesinger, Frau Wiesinger. Da sehen Sie ja. Das ist ja interessant. Setz dich doch bitte. Frau Gann, kommen Sie doch mal bitte nach vorn. Nee, will ich nicht. Ach, Sie wollen nicht nach vorn kommen. Wollen Sie mir nicht dieses Foto hier erklären? Es ist eine Fälschung. Ach, das können Sie auf die Entfernung sagen, dass es eine Fälschung ist. Sie schauen sich das nicht mal genau an. Also. Das ist eine Fälschung. Frau Stilger, bleiben Sie doch ruhig mal da. Ich habe Sie gar nicht entlassen. Herr Preis, haben Sie denn auch noch was dazu zu sagen? Das betrifft Sie ja letztendlich auch. Ich dachte, ich sollte mich setzen. Naja, also aber nicht ganz her, hinten. Ja? Ich habe schon noch ein paar Fragen, wo es umläuft. Herr Preis, es wäre wohl an Ihrer Stelle jetzt auch mal was dazu zu sagen. Nee? Also ich kann es natürlich gerne für Sie noch mal wiederholen, aber langsam müsste es doch eigentlich klar sein. Mein Name ist Preis. Und nicht Wiesinger. Wir sind kein Paar.
Und Sie heißen auch nicht Wiesinger. Dabei bleiben Sie, obwohl wir das Foto jetzt gesehen haben. Mich wundert das im Übrigen alles überhaupt nicht mehr. Ich habe von Anfang an gesagt, dass Sie eine Affäre haben. Und aus dieser Affäre entsteht letztendlich auch ein Motiv. Und das Motiv für die Tat, die heute verhandelt wird, nämlich für den Mord. Für den Mord an Annette Preis. Entschuldigung. Ja? Die Annette Preis, ist das die echte Frau von Herrn Wiesinger? Von Herrn Preis, meine ich natürlich. Genau. Wie lange war er denn mit dieser Annette Preis verheiratet? Seit 6 Jahren waren die zwei schon verheiratet. Seit 6 Jahren? Und in der ganzen Zeit war er mit ständig wechselnder Frauenbegleitung bei mir in der Pension? Aha. Na, das halte ich wohl für ein Gerücht. Er war auch mit anderen Mädchen bei Ihnen in der Pension? Ja, selbstverständlich. Können Sie sich auch noch erinnern an die anderen Mädchen? Ja, das kann ich schon. Ja? Also da war eine, die war rothaarig, so behält man natürlich. Ungefähr 1,70 groß. Mhm. Und 18, würde ich mal schätzen. Und dann war da noch ein, ach, das war so ein ganz rassiger Typ, so ein südländischer Typ. Solche Haare, dunkle Haut, dunkle Augen, war auch ein bisschen größer, also richtig, naja, es war also ein sehr hübsches Mädchen. Können Sie sich noch an den Namen dieses Mädchens erinnern? Nee, tut mir leid, also an den Namen kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß wohl noch, dass das ein ausländischer Name war. Sagt Ihnen der Name Thaddäa Simon etwas? Ehrlich gesagt nicht. Kennen Sie dieses Mädchen? Ja, natürlich. Warten Sie mal. Genau, das ist das Mädchen, mit der er in der Pension gewesen ist. Ich erinnere mich auch noch an die Leberflecke da im Gesicht. Dieses Mädchen hatte den Namen Thaddäa Simon. Wieso sagen Sie hatte? Weil dieses Mädchen Opfer eines Gewaltverbrechens wurde vor 5 Jahren. Auf der Landstraße von Sternstede nach Lösung. Was? Aber zu der Zeit war er doch Stammgast. Ich meine, das war doch eins der ersten Mädchen. Ja, was? Ja, was? Der bei mir gewesen ist vor 5 Jahren. Also von mir hören Sie zu diesen haarsträubenden Lügen keinen einzigen Ton. Frau Steger, wenn Sie sagen, dass der Nebenkläger zu dieser Zeit schon mit Thaddäa Simon bei Ihnen zu Gast war, können Sie sich vielleicht dann noch an genaues Datum erinnern? Das Einzige, woran ich mich erinnere, das ist diese Sache mit dem Schlüssel. Aber zu Hause habe ich alle Daten. Wann das genau war, das könnte ich nachgucken. Bestimmt. Welche Sache mit dem Schlüssel? Na ja, der Herr Preis hatte damals, als er abgereist war, mit dem Mädchen einfach vergessen, den Schlüssel abzugeben. Das passiert ja häufig, solche Sachen. Ich habe dann noch ewig hinter ihm her telefoniert. Er möchte mir bitte den Schlüssel vorbeibringen. Hat aber nicht gemacht. Er hatte ihn nämlich verloren. Als Entschädigung hat er mir nachher 100 Euro überwiesen. Können Sie den Schlüssel vielleicht noch genau beschreiben? Das war so ein ganz alter Schlüssel. Also nicht so was Modernes, wie man heute in den Wohnungen hat. Schwierig zu beschreiben, so ein alter Schlüssel eben. Also da war ein rotes Band dran. Das kann ich wohl noch sagen. Und wir haben damals erst ein Jahr später umgestellt und die Schlüssel mit Anhänger gemacht. So Anhängerzimmer, Nummer. Ist das Ihr Schlüssel? Genau. Wo haben Sie den denn her? Dieser Schlüssel wurde damals bei der Leiche von Thaddäa Simon gefunden. Was? Heißt das jetzt, dass der Herr Preis das Mädchen umgebracht hat? Tja, für mich heißt es das. Sie haben Thaddäa Simon umgebracht, Sie haben Ihre eigene Ehefrau umgebracht. Wie Sie sehen, steht Herr Seelhoff schon hinter Ihnen. Sie können sich denken, was das bedeutet. Sie haben bald einen Doppelmord, eine Anklage deswegen zu verantworten. Was ist mit Ihnen los, Frau Gann? Geht es Ihnen nicht gut? Ist Ihnen vielleicht gerade ein wenig übel, weil Sie merken, dass Ihr aktueller Liebhaber gerade 2 Frauen auf dem Gewissen hat? Hm? Frau Gann, an Ihrer Stelle würde ich mir das mal ganz gut überlegen, ob Sie ihn noch weiter schützen. Ne? Wer weiß, ob er Sie nicht auch noch umbringt, wenn Sie ihm zur Gefahr werden. Jetzt machen Sie mal Halbplan. Das jetzt ist zu überlegen, Frau Gann. Das ist kein schlechter Gedanke. Aber wieso, Frank? Wieso hast du die auch noch umgebracht? Was heißt denn auch noch? Weil Frank hat seine Frau umgebracht. Und wieso wissen Sie das? Weil wir das zusammen geplant haben. Er hat am Abend vor mit seine Frau überredet, dass er sie zu einer Freundin fährt. Und vorher hat er den Tank leer gefahren, sodass sie an der Landstraße stehen bleiben.
Und dann? Dann hatte sie mit dem Kabel von Romans Abschleppwagen erdrosselt. Woher hatte er das Kabel denn? Das habe ich ihm gegeben. Genauso wie die Haare von Roman. Die hat der Frank dann noch verteilt und Annette die Bluse zerrissen. Und was war mit dem Anruf in der Tankstelle? Bei Ihnen? Das war der Frank. Er hat gesagt, ich hab's gemacht. Du kannst ihn jetzt losschicken. Das habe ich dann auch gemacht. Weil Sie mir helfen wollten, ja, wegen der Lebensversicherung. Wir wollten zusammen abhauen mit dem Geld. Und du wolltest mich eiskalt in den Knast reinstecken. Und du mit so einem billigen Typen betrügst du mich. Herr Preis, ja, jetzt werden Sie es ja wohl kaum noch leugnen können. Ne? Der Mord an Thaddäa Simon, das ist der einzige, der bis jetzt noch ungeklärt ist. Aber ich denke, den werden wir Ihnen auch noch beweisen können. Die Frage ist, warum Sie die umgebracht haben. Die Thaddäa Simon. Wieso hast du die auch noch umgebracht? Sag's mir! Weil sie mich erpresst hat. Diese kleine Schlampe hat mich erpresst. Sie hat meine Ehe zerstören wollen. Hey, verstehst du mich? Sie hat die ganze Affäre an die Öffentlichkeit bringen wollen. Irgendwas musste ich doch tun! Die Ehe zerstören. Haben nicht Sie Ihre Ehe zerstört? Indem Sie Ihre Frau getötet haben? Das hat Ihnen Frau Gann doch gerade alles erklärt. Noch Fragen? Danke. Da bleibt sowohl der Herr Preis als auch die Frau Gann als auch die Frau Steger unvereidigt. Dankeschön, Frau Steger. Bitte schön. Sie können Platz nehmen. Der Angeklagte ist nicht vorbestraft, BZA ohne Eintrag. Noch irgendwelche Anträge, irgendwelche Anklage? Keine, danke. Schließlich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt, bitte. Hohes Schwurgericht, Herr Verteidiger, Herr Angeklagter, ist sehr gut, wenn man wirkliche Freunde hat. Ihr Freund hat sich hier mit den Beweismitteln, die er uns hier präsentiert hat, aus der Sache, darf ich sagen, richtig rausgehauen. Es hat alles gegen Sie gesprochen, Sie sind aber in Wirklichkeit aus tatsächlichen Gründen freizusprechen. Der Fall ist aufgeklärt, auch im Sinne des wirklichen Täters und der wirklichen Täter. Wir haben hier insgesamt zwei Morde aufklären können. Ich beantrage da den Angeklagten, nicht nur auf Kosten der Staatskasse freizusprechen, sondern ihn auch wegen der erlittenen Untersuchungshaft zu entschädigen. Dankeschön. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Preis, es mag zynisch klingen, aber Sie haben auch hier als Nebenkläger noch das Recht, was zu sagen. Nichts mehr zu sagen, Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, werte Anwesenden, ja, ich schließe mich da vollkommen Ihren Worten an. Auch dass natürlich mein Mandant nach der erlittenen Untersuchungshaft zu entschädigen ist, haben Sie selbstverständlich nicht zu vergessen. Und insofern kann ich mich da Ihnen vollständig anschließen. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Balmerz, Sie können selbst noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Ja, ich wollte mich bei der Frau mit der Pension bedanken. Vielen, vielen, vielen Dank. Sie haben mich echt gerettet. Und Paul, du bist ein richtiger Freund. Danke. Die Kammer zieht sich zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Roman Balmerz wird freigesprochen. Er ist für die erlittene Untersuchungshaft aus der Staatskasse zu entschädigen, die auch die Kosten des Verfahrens und seine notwendigen Auslagen trägt. Der Nebenkläger trägt seine Auslagen selbst. Nehmen Sie bitte Platz. So geht auch der Beschluss. Der Haftbefehl des Amtsgerichts Kaiserslautern vom 19.09.2009 wird aufgehoben. Sie sind ab sofort frei. Keine Frage. Das war eine ganz böse Falle, wie Sie es von Anfang an gesagt haben. Herr Preis hat seine Frau getötet. Und das glauben wir ganz sicher, weil die Frau Gann hat ja nicht nur ihn belastet, sondern sie hat zugleich selbst gestanden, dass sie an dieser Tat beteiligt war. Und zwar als Mittäterin, nicht nur als Beihelferin, denn die beiden hatten ein gemeinsames Ziel, die Lebensversicherung, mit der sie ein neues Leben beginnen wollten. Und außerdem hat der Herr Preis vor 5 Jahren schon die Frau Simon getötet. Das wird sich sicherlich auch nachweisen lassen, nicht zuletzt durch diesen Zimmerschlüssel. Sie sind frei. Frei zu sprechen, keine Frage. Innerhalb einer Woche kann noch Revision eingelegt werden. Und Ihrem Freund da hinten, dem können Sie dankbar sein. Ja? Auch wenn er sich erstmal hat Mut antrinken müssen, bevor er überhaupt eine Zeugenvernehmung macht. Immerhin war er aufmerksam genug, genau hinzuhören und auch gleich diesen Werbezettel hierher zu bringen. Das war richtig klasse. Ja, so ist das eben. Ein wahrer Freund. Der zeigt sich nicht dadurch, dass er ausdauernd mit einem einen trinkt, sondern der zeigt sich darin, dass er auch dann zu einem steht und einem hilft, wenn alle anderen sich gegen einen verschworen haben. Heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. So, Herr Preis, wenn Sie bitte aufstehen nochmal. Wir erklären hiermit die vorläufige Festnahme wegen dringend Tatverdacht des Doppelmordes. Führen Sie ihn bitte ab. Und Frau Gann. Kommen Sie, wir machen es ohne Anstellung. Kommen Sie mit. Wir erklären die vorläufige Festnahme zumindest
wegen Beihilfe zum Mord an Frau Preitz. 5 Jahre, bitte. Frank Preitz wurde wegen Mordes in 2 Fällen, in einem Fall in Mittäterschaft, zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt. Janine Gann wurde wegen gemeinschaftlichen Mordes, falscher Verdächtigung und uneidlicher Falschaussage zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt.